nicht zu den ernsten Sachen kommen, vielleicht noch eine leichte Sache. Wer hat eigentlich deinem Sohn die coole St. Pauli-Mütze? Ja, meine Frau. Sie ist St. Pauli-Fan und ich mehr im Bereich HSV. Und ja, trotzdem verstehen wir uns gut. Deutschland geht's noch. Folge 4, Hamburg, Take 1. Schönen guten Tag. Das ist nicht Hamburg, das ist Berlin. Das ist unser Media Residence Coworking Space. Wir wollten heute in Hamburg sein. Wir wollten die vierte Folge Deutschland geht's noch aufzeichnen. Wir waren in Berlin, waren wir schon, in Leipzig waren wir schon, in München waren wir schon. Heute wollten wir in Hamburg sein und unsere Gespräche fortsetzen zu den Themen rund um Integration, Rassismus, Demokratie, das Ankommen in diesem Land. Und es ist Corona, das ist jetzt kein ganz großes Geheimnis. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, das Projekt noch in dieser Form hier digital abzuschließen. Die beiden Stühle, die ihr eben gesehen habt, das sind unsere Requisiten aus den ersten drei Drehs gewesen. Und die hätten heute gestanden im St. Pauli Museum vom 1910 e.V. Und wir haben das Museum zu uns geholt. Und zwar ist heute hier Christoph Nagel, der ist Kurator, er ist auch Historiker, er ist auch freier Autor und wirklich eine Größe in der Fußball-, Kunst- und Geschichtsszene, möchte ich sagen. Und mit ihm zusammen zu uns gekommen auf digitalem Wege ist Jamin Ahin. Er ist Schiedsrichter und zwar nicht irgendein Schiedsrichter, sondern ein Schiedsrichter des HSV. So, das heißt, wir sind die Sendung, die hier mal ganz entspannt auch zwischen den Lagern eine Unterhaltung stattfinden lässt. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo Christoph, hallo Jamin. Hallo. Ja, hallo. Mit meinem Freund Michael Pahl, der auch immer noch beim Museum mit dabei ist, war ich verabredet zum Derby. Das muss 95 gewesen sein, denke ich. Ich geriet dann in einen Shuttlebus, in dem dann die Fans zu 95-99% HSV-Fans waren, erkenntlich an den Schals und so. Und die fingen dann an, rumzuverkehlen: Deutsche, wehrt euch, geht nicht zu St. Pauli. Das erinnert natürlich an sehr, sehr aus sehr, sehr dunklen Zeiten. Und das sehe ich nicht als repräsentativ für alle Fans des HSV an. Das war halt so, dass ich da reingeriet. Es ist auch beim HSV viel mehr antirassistisch gearbeitet worden, seit gerade auch den frühen 90ern und so weiter. Ist mir bewusst. Trotzdem war das auch so ein Moment, wo man dachte, oh nee, hier möchte ich mal so gar nicht dazu gehören. Ich habe beim HSV gespielt, also vierte Mannschaft vom HSV. Da habe ich halt jahrelang gespielt. Und dann bin ich irgendwann halt zum kleineren Club gewechselt, habe da ein bisschen gespielt. Eimsbüttel, genau. Und dann, da wurde ich dann halt Schiedsrichter, war auch perfekt, weil dann konnte ich auch Spiele leiten wie St. Pauli, HSV. Das war dann halt sehr wichtig, dass ich halt in so einem ganz kleinen Verein spiele, damit ich halt solche schöne Spiele auch weiterhin leiten darf. Und wenn man natürlich jetzt direkt bei St. Pauli ist oder beim HSV, dann darf man halt die eigene Mannschaft oder den eigenen Verein darf man gar nicht pfeifen, was schade ist, aber es war halt Freundschaftsdienst, weshalb ich dann halt Schiedsrichter beim HSV geworden bin und ja, dann auch gleichzeitig ein Aushängeschild. Und ja, hat sich halt so ergeben. Dass man halt dann guckt, wer ist so in der Minderheit quasi. Dann sieht man vielleicht einen farbigen oder einen kleinen farbigen Jungen und dann wird halt sowas genommen, was halt wehtun kann, damit halt alle dann auf einmal Blicke darauf werfen können. Ne? Und irgendwann auch in der Schule kam dann auch irgendwann die Aussage, oh, du bist ein Bounty. Hä? Wieso Bounty? Ja, von außen schwarz, von innen weiß, weil du halt wirklich Charakter oder dich so verhältst wie ein Weißer. Wo ich dann dachte, okay, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Nur weil ich irgendwie eine andere Hautfarbe habe, bin ich jetzt ein anderer Mensch oder komme aus dem Weltall? Das habe ich halt auch nicht verstanden. Und dann kam das halt immer so mit der Zeit, dass da immer so diese Unterschiede gab, ne? Du bist weiß, du bist ein Ausländer, du bist anders. Und wenn jemand mich gefragt hat, zum Beispiel im Bus, oh Mann, Sie sprechen ja gut Deutsch, dann habe ich einfach gesagt, ja, Sie auch. Aber also das war für mich dann halt ganz normal, dass ich halt Deutsch spreche. Also ich fürchte, Menschen und Rassismus, ganz sogar auch über den Fußball hinaus, ist ein Thema, mit dem sich die Menschheit wohl immer auseinandersetzen muss. Und das fängt immer bei einem selbst an. Das finde ich ungeheuer wichtig. Also
Das vermeintlich andere, das ist so ein bisschen in uns auch angelegt, dass man da manchmal denkt, so, da muss man sich selber unheimlich stark hinterfragen. Man hat da nämlich eine gewisse Gefahr. Also durch das, was errungen wurde, kann man heute manchmal den Eindruck bekommen, man ist in so ein bisschen so einer Wohlfühlblase. Nur darf einen das jetzt nicht dazu bringen, dass man durch die Gegend läuft, so hier, bei uns gibt es keinen Rassismus oder so. Das ist so nicht richtig. Also wenn man die Kommunikation beobachtet, dann gibt es auch am Millerntor rassistische Äußerungen. Aber das ist ein Prozess. Das heißt, das musst du Einzelner, jeder, der mitmacht, aufrechterhalten. Du musst wach sein. Das kann sich auch wieder zurückdrehen. Ich sag mal, wenn es gut klappt, würde Germain vielleicht auch sagen, dann Fairness. Also es gibt am Millerntor gab es auch manchmal, also sagen wir, es gibt eine gewisse Tradition, auch in der Fanszene bei uns etwas fairer zumindest als andere zu sein. Ich finde eine Sache ganz gut, die Arbeiterfußballer, die Arbeitersportler auch der 20er Jahre, die wollten das auch, die Gesellschaft beeinflussen. Und die hatten das Ethos, wir sind Arbeiter. Wir achten darauf, einander nicht zu verletzen. Wir halten uns durch den Sport gesund und wir möchten eine faire Gesellschaft darüber auch besonders begünstigen. Man empfand sich untereinander einig, man wollte solidarisch sein und über diese Solidarität unter den Arbeitern eben auch die Gesellschaft solidarischer machen. Und also der Sport kann es alleine nicht reißen, aber ein Beitrag, denke ich mal, kann der Sport schon leisten. Wobei ich wirklich glaube, dass du, Germain, da eben auch wirklich so grassroots-mäßig sicherlich auch noch direktere Eindrücke hast. Wie erlebst du das? Kannst du da auch so ein bisschen das beeinflussen, wie die Leute miteinander umgehen beim Spiel auch? Ja, Christoph, da stimme ich dir total zu. Deswegen bin ich da auch sehr gut mitgegangen. Das ist halt diese Neutralität. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Schiedsrichter geworden, weil ich halt einfach neutral, wenn wir Menschen alle neutral sind, ne? Das heißt nicht sagen, okay, oh, der ist so oder die Mannschaft ist so, dass man das Spiel als Gesamtes sieht. Ne? Also das ist das, was ich halt so als Schiedsrichter sehr schätze, dass ich halt das als Gesamtes sehe und wie wird was gemacht und auch jede einzelne Situation auch bewerten und einschätzen kann. Wir suchen ja immer noch junge, motivierte Schiedsrichter, die auch den Sport einfach da kennenlernen wollen. Und jeder, der dies hört, also das kann ich nur empfehlen, sich mal beim HSV zu melden und das mal auszuprobieren. Oder beim FC St. Pauli. Ja, ich sag mal so, die Zeiten sind leider nicht besser geworden. Und da müssen wir halt alle noch was lernen, dass wir halt dieses Gemeinschaft, dieses Zusammenhalt, die Neutralität, Gemeinschaft, alles anders bewerten. Und das würde ich mir wünschen, ne, wenn wir alle Acht aufeinander nehmen. Es fehlt halt oft mal die Brücke. Die Leute vergessen manchmal, dass der Mensch, mit dem du zu tun hast, mit dir immer noch eine ganze Menge gemeinsam hat, sehr wahrscheinlich. Nur wie kommt man denn da eigentlich mal ins Gespräch? Natürlich, wenn ein Spiel dann halt eskaliert und die Führung dann halt auf einer Seite höher wird, wird alles auch sehr hektisch und die Fans, gibt es halt Fans, die halt nicht wirklich verlieren können und dann kommen halt gewisse Aussagen, Kritik, Beleidigungen, gehört halt einfach nicht auf den Platz. Da sind wir zum Glück zumindest schon mal eine Institution, die Dialogfähigkeit schafft. Wenn wir es auch noch schaffen, dass Leute hier zu uns reinkommen und eben dann auch vielleicht einfach nur ein bisschen was über den Totenkopf erfahren wollen und dann vielleicht auch was über antirassistische Arbeit mitnehmen, dann haben wir zum Beispiel auch eine kleine Brücke gebaut, ein kleines Fragezeichen im Kopf gemacht, dass die Leute mehr wissen wollen, weil mehr wissen wollen macht ja immer eine Bewegung auf den anderen zu. Ich danke euch recht herzlich. Ja, ja, wir danken auch. Ne? Dankeschön. Grüße an alle. Bis dann. Tschüss. Hier, bis dann. Tschüss.